Leute, was geht ab? Und endlich reacten wir mal wieder. Wir reacten heute auf ein Video von Marius angeschrieben. Auf den haben wir schon ein, zwei Mal reagiert. Und der hat was ziemlich Cooles gemacht. Der hat einen Among Us-Film gemacht. Das ist ein Kurzfilm in einer Woche animiert, vertont mit unter anderem Knossi, Unge, Chillin' Bam, Papa Platte und natürlich auch Revin seit unsympathisch vor. Keine Ahnung, ob er das aber die alle angefragt hat oder ob er vielleicht nur einfach gewisse Tonwörter, Tonschnipsel mit rausgenommen hat. Keine Ahnung. Aber das werden wir uns alles jetzt angucken. Abonniert gerne den Channel, falls ihr neu seid, und lasst doch gerne einen Daumen hier oben da. Vielen Dank für die letzten Abos. Gestern auch wieder ein paar dazugekommen. Danke nochmal und lasst doch gerne, wie gesagt, ein Follow auf Instagram und TikTok da. Links sind alle unten in der Beschreibung. Und da habe ich mir auch was ganz Besonderes vorgenommen. Ich möchte nämlich auf TikTok unter anderem jeden Tag mindestens ein Video jetzt bringen. Jetzt, während wir ja wieder ab heute in der Pandemie sind, also nicht in der Pandemie, sondern im Lockdown, auch Österreich, Deutschland, glaube ich, beide Länder, also Österreich sowieso, aber Deutschland, glaube ich, auch seit gestern. Also lasst uns gemeinsam miteinander fiebern. Abonniert hier für mehr Fun, für mehr Reactions, Gaming und natürlich auch ein bisschen, am Samstag haben wir unter anderem eine coole Jellybean-Challenge. Schaut da gerne vorbei, aber jetzt legen wir endlich los. Alles, was ihr hier seht, wurde innerhalb von einer Woche animiert, geschrieben und vertont. Wow, schaut ziemlich cool. Und das ist aber laut. Naja, das ist ziemlich nass, das. Alter, also das ist so Comic-Zeichen. Schaut cool aus. Wow. Among Us, der Film. Bin schon ein bisschen gehypt. Julian Bam ist der Weiße. Knossi der Pinke. Rivi der Blaue. Revit der Orange. Papa Platte der Rote. Unsympathisch, nochmal der Weiße. Okay, ich glaube, das ist noch nicht auf die Farbe bezogen. Grüne Unge. Trimax ist zum Blue. War es angeschrien, Version. Ja, Vision, sorry. Das denn, also irgendwie doch, das sind einfach alle nachgetont. Leute, wieder komplett lost. Bro, irgendwer muss unseren Hausmeister gekillt haben. Da nur wir auf dem Schiff sind, kann es nur einer von uns gewesen sein. Okay. Es gibt einen Imposter unter uns. Und wer? Ich habe über die Camps gesehen, dass Reef bei Medbay rein ist. Richtig, ich habe gescannt. Ich war zum Beispiel mit Revi beim Storage Kabel machen. Ich habe Sascha bei Electrical geholfen. Ja. Trimax der Lust. Also war es halt keiner, oder was? Ja, das ist die Knosse mit der Krone. Das ist natürlich auch unser Bartistisch vor. Mit der Cap. Ja, Jungs, was machen wir jetzt? Irgendjemand killt ihr Leute, wir müssen es rausfinden, Freunde! Die einzigen, die überhaupt in der Nähe waren, sind Marius und Kevin. Sind für mich beides das. Irgendwie müssen wir aber herausfinden, wer hier der Imposter ist. Ja, natürlich, Lehmann, das ist jetzt Marius gewesen, wenn er in seiner eigenen Version sich selbst killt. Also, der Killer ist. Ich muss mal auf drei Regeln einigen. Erstens, sobald jemand was Verdächtiges beobachtet oder eine Leiche findet, haben wir ein Meeting. Zweitens, wir müssen so schnell wie es geht. Ja, also, wie das Game selbst. In die Raumstation zu kommen. Drittens, außerhalb der Meetings reden wir nicht miteinander. Wer sich nicht daran hält, ist für mich automatisch verdächtig. Ah, okay. Revi geht gerade nach Navigation. Kevin steht bei Admin rum. Marius geht von Medbay nach Upper Engine. Ach, schon wieder ein Task in Upper Engine, Alter. Wer stirbt das erste? Ich bin ziemlich gespannt. Und natürlich, das Originalvideo ist natürlich unten drin, also keine Sorgen, da könnt ihr auch gerne nochmal vorbeischauen. Sascha im Reaktor. Downloading, ja, genau. Digga, warum brauchst du Dreck? Warum so lange? Schon einer tot. Rot ist tot. Ey, holy shit, ich hab Marius halt tot in Upper Engine gefunden. Ich war in Navigation, hab diesen Dreck. das kann ich bestätigen, ich hab ihn über die Camps. Okay, wir können, denke ich mal, mitspielen. Nachdem man eigentlich ja gar keinen so richtig gesehen hat, wird es ziemlich schwierig, aber ich glaube, wir sollten da ein bisschen mehr aufpassen. Also ich kann Kevin safe, denken wir, waren beide in Storage und sind dann zusammen zu Shields gegangen und bei Storage haben wir auch noch Drew gesehen. Ja, Mann, stimmt, Bro. Wo bist du eigentlich hingegangen, Drew? Ich war bei Electrical am Renovieren, hab dieses 1, 2 oder 3 Ding gemacht. War noch jemand in Electrical? Nee, aber Upper Engine war halt auch einfach mal 30 fucking 1000 Kilometer weit weg. Wo warst du denn? Unge war mit mir im Reaktor. Stimmt, ich hab Sascha da gesehen. Warte mal, der Einzige, der komplett allein war und kein Alibi hat, bist ja scheinbar du, Trimax. Trimax? Upper Engine, wo Marius liegt. Keiner hat dich sonst. Der Hausmeister. Was hält dich davon ab, Marius zu killen und einfach einen Self-Report zu machen? Ja, Mann. Aber ehrenvoll, ich meine, Marius lässt sich als erster killen.
Crew. Stimmt. Bist du sicher? Ja, das würde ich Trimax zutrauen. Alter, wie lost seid ihr denn? Ich war das nicht. Ja, das würde ich natürlich auch. Nein, jetzt kicken sie sich Trimax. Jetzt abstimmen. Trimax war alle von Trimax. Wer ist mit Trimax? Raus. Tot. Der war es nicht. Wollt ihr jetzt machen? Vielleicht dich aus dem Schiff werfen. Ey Leute, das ist schon wieder komplett lost. Das könnt ihr doch nicht machen. Nein! Du wirkst jetzt zwei Stunden an dem Kartengerät. Das kann nicht sein! Dieses scheiß Kartengerät! Komm jetzt! Das gibt's nicht! Digga, steht Unge einfach nur so vor dem Bildschirm? Alter, dauert das Drecksteil lang. Alter, das ist aber wirklich gut gemacht. Der steht immer noch da und macht nichts. Ey, wenn ich fertig bin und der steht einfach immer noch da, dann box ich den einfach. Das kann man machen? So, jetzt aber komm einmal! Komm, gönn! Der Knossi! Aus, ich könnte nur noch kotzen! Mhm? Oh, Baby! Jetzt stirbt er mit mir! Ach nö! Und einen Toten gefunden. Sascha und ich haben gerade Knossis Leiche gefunden in Edmund. Ich wette, der hat wieder rumgestruggelt mit seiner Karte. Digga, es muss Unge sein. Der war die ganze Zeit mit mir in Medway, der hat einfach keine Task gemacht. Und plötzlich ist er dann verschwunden. Jungs, der ist ein Safe Call. Ja, weil ich danach meine Task bei Weapons du hatte. Du machst doch keine Task. Also erstmal, June, ich sind safe. Wir waren die ganze Zeit in Comms und haben da Donut gemacht und Revi chill. Also Simon, was hast du denn für eine Task gemacht? Ja, halt Asteroiden wegballern. Ich habe dann auch noch Sascha gesehen, wie der in Richtung Admin gelaufen ist. Und dann kam der... Mega Sass, Unge. Du bist so verdächtig, Simon. Ey, wir können halt einfach gerade keinen ausschließen. Nochmal ein random Vote wäre stupid. Lass skippen. Okay. Kevin, ja, auf Kevin kommt einfach ja, keiner. Mann, werft alle ein Auge auf Unge. Der ist es, ich schwöre es euch. Das ist Julian Bam, oder? Sascha! Wait a minute. Sascha, wenn du die Luftschächter benutzt, dann hast du Knossi in Edmund ja auch töten können. Und über die Events, über die Cafeteria, hättest du auch zusammen mit Kevin unschuldig den Raum betreten können. Und ganz einfach. Regel Nummer 3. Außerhalb von den Meetings ist Sprechen verboten. Oh, fuck. Oh, fuck. Das schafft er nicht, das schafft er nicht. Grün! What the fuck, Unge? So bad, er hat gerade von meinen Augen Ju gekillt. Ich hab's literally direkt gesehen. Ey, so unnötig! Und er hat also, ich werd jetzt nicht ja, direkt save so. Simon raus. Ich bin auch mit Ju aus Storage gekommen. Ist ey, safe. Ey, alle Unge raus! Ey, stopp, Unge stopp, raus! Stopp. Simon ist jetzt weg und wir müssen auch schnell den Rest reparieren vom Schiff. Ach, wäre auch mal cool gewesen, wenn die gefailt hätten, den falschen rausgekickt hätten. Blau? Aber wie viele Imposter gibt's denn da? Drei dann maximal. Oh, rot. Oh nein. Tot schon wieder. Revi, ich hab den Body von Reef gefunden. Storage, es muss Kevin sein. Junge, kann nicht sein. Als der Alarm losging, bin ich Richtung Reaktor gegangen. Und da war Reef noch am Leben. Revi, Bro. Bitte, verkack es nicht. Es oh kann nein, nur Digga, Sascha ich sein. Nicht. Digga, es kann nur Sascha sein. Überleg doch mal, ich hab die erste Alter, Leiche Alter, gefunden. Alter, ja, dann war es wohl ein Selbstreport. Ist doch klar, Bro. Ich bin der Entscheider. Junge, verkack es nicht. Ich hab euch beide gesehen. Für wen willst du euch Revi entscheiden? Ich weiß ja nicht. Also, Kevin hat sich nämlich es wirklich ist zurückgehalten. Kevin. Ich mach einfach einen Random Vote, keine Ahnung. Jetzt haben sie beide Revi gekriegt. Komm schon, wer ist es? Allein wie geil das Schiff gemacht ist, also. Victory! Er hat den richtigen rausgekickt. Pascal Thiel 3D. Mensch, ja, das sind eh so ein bisschen die Crew Cast natürlich eh alle, die wir auch vorhin gesehen haben. Papa Platte ist dann Kevin, oder was? Denke ich mal. Ich gucke seinen Content nicht. Also, ziemlich gut gemacht. Das ist wirklich mega unterhaltsam. Und, also ja, man kann es doch zusammenbringen. Aus einem Hype-Game,
auch ein cooles Video zu machen, also einen coolen Kurzfilm zu machen. Also finde ich ziemlich interessant. Wie gefällt euch so das Video? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, und abonniert doch gerne hier den Channel. Schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Links sind alle unten in der Beschreibung. Wie gesagt, jeden Tag mindestens ein TikTok auf meinem Haupt und auf meinem, also auf dem Kanal für das hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich später nochmal. Da kommt nämlich, falls alles funktioniert, Champions League mit einer coolen Ansicht. 2 Match in einem Video und das alles soll nur 12 Minuten dauern. Ich weiß ja nicht, also das wird eher so ein Highlight wieder, aber mit Facecam, mit meinem Bruder und vor allem mit dem Ausraster, glaube ich, des Tages bei bei Bayern gegen Salzburg. Also schaut da wirklich gern vorbei, abonniert gerne den Channel und aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Morgen geht es dann direkt weiter in der Champions League. Und MotoGP, glaube ich, kommt morgen auch mal wieder. In der zweiten Season habe ich es endlich geschafft, weiterzufahren. Vielen Dank fürs Zugucken, das war's aber jetzt mit dem Spam. Wir sehen uns hoffentlich, später oder morgen wieder oder auf unseren Social Media Channels. Bis dahin, ciao.